Ich heiße Madeleine Kohl, ich komme aus Südtirol und ich studiere an der Andrássy-Universität in Budapest. Ich bin Philipp Siegert, komme aus Deutschland und studiere an der Andrássy-Universität in Budapest. Ich heiße Shaw Sil, ich komme aus Usbekistan und studiere an der Andrássy-Universität in Budapest. Ich bin Mirjana, ich komme aus Kroatien und ich studiere an der Andrássy-Universität in Budapest. Die Uni ist sehr klein, jeder kennt sich und es herrscht eine freundliche Atmosphäre und das ist das, was ich an meiner früheren Uni vermisst habe. Besonders gut gefällt mir hier die Kollegialität, die sehr enge Verbindung zwischen den Studenten und den Dozenten, dass also nicht nur der akademische Betrieb hier hochgehalten wird, sondern dass auch eine persönliche Umgangsform gepflegt wird. Mit den Dozenten bin ich sehr zufrieden, weil sie teilweise auch Diplomaten sind und dann lassen sie auch die praktischen Erfahrungen in die Vorlesungen reinfließen und das ist das, was mir besonders gefällt. Klein, aber fein, familiär ist es an dieser Universität. Jeder kennt einander und wir treffen uns oft, also wir diskutieren sehr oft. Sehr schöne Räumlichkeiten, das Gebäude ist einfach an sich selbst sehr schonend, also sehr schöne Einrichtung in der Bibliothek. Wir haben gerade in den kleinen Kursen natürlich die Möglichkeit, von der akademischen Leistungsfähigkeit der Dozenten mehr zu profitieren, als es in einer Veranstaltung mit 100, 200, 300 Hörern überhaupt möglich wäre. Da wir in kleinen Gruppen arbeiten und sich jeder kennt, kennen auch die Dozenten die Studenten. Es herrscht ein persönlicher Kontakt zwischen den Dozenten und den Studenten. Man macht auch wahnsinnig gerne gemeinsame Programme außerhalb der Vorlesungen. Sprich am Abend ein Bier trinken gehen zum Beispiel oder Ausflüge machen. Also wir machen auch wirklich kulturelle Sachen. Die Gemeinschaft, die ist einfach genial. Also das ist, man ist so familiär, man kommt sich so nahe irgendwie, so persönlich, dass man will die Leute einfach nicht vermissen. Man fühlt sich einfach wohl, ausatmen. Also ich arbeite hier in der Kanzlei, CMS in Budapest. Das ist eine englische Kanzlei, die sich hier in Ungarn niedergelassen hat. Und ich arbeite hier ich habe hier einen German Desk gebildet, das heißt praktisch eine deutschsprachige Abteilung. Und weil ich als deutscher Rechtsanwalt eben hier in Ungarn besonders die deutsche Mandantschaft betreue. Und die Kollegen, die ich damals kennengelernt habe, mit denen ich studiert habe, sind heute meine besten Freunde oder auch Kollegen immer noch im heutigen Berufsleben. Ich arbeite momentan bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und persönlicher Referent des Direktors hier in Budapest. Die Andrássy-Universität, wir haben ja eine große Hilfe und eine große Erleichterung, weil ich natürlich viele Sachen gelernt habe, viele Sachen mitbekommen habe hier an der Universität, die später für mein Berufsleben dort doch wichtig geworden sind. Die Andrássy-Uni ist eine deutschsprachige Universität, gebaut auf Tradition. Wir betrachten alles unter einem europäischen Aspekt und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich in einem zukünftigen Europa wird wahrscheinlich dieser vergleichende Aspekt sehr wichtig sein. Und ich glaube, das in deutscher Sprache hören zu können und erleben zu können, ist eine spezielle Sache, vor allem in Ungarn, wo wir, wie gesagt, traditionelle Wurzeln der deutschsprachigen Kultur haben. Sie ist eben als deutschsprachige Universität der Brückenkopf für die Wissenschaft aus Mittel- und Westeuropa hier in den südosteuropäischen Raum hinein. Und diese Spezifik soll in ihrer Programmatik, in ihrem Lehrprogramm, aber auch in ihrem Forschungsprogramm zum Ausdruck kommen. Ich finde, das ist absolut sicher, also die Zukunft hier in Ungarn als ungarische Staatsuniversität, aber deutschsprachige Universität mit Unterstützung von Bayern, Baden-Württemberg, Österreich und natürlich der Bund, also für Berlin. Ich würde das Studium an der Andrássy-Universität weiterempfehlen, weil man hier eine Verbindung von der Theorie und Praxis bekommen kann und für die Studenten, die da suchen, sind sie hier an der richtigen Ort. Man kommt einfach gerne auf diese Uni. Also man freut sich auf die Vorlesungen, man freut sich die Leute wieder zu treffen, man freut sich den Dozenten zuzuhören. Ein Studium an der Andrássy-Universität kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, dass das Umfeld sowohl für die akademische Entwicklung als auch für die persönliche Entwicklung hervorragend ist. Ich glaube, es lohnt sich, an der Andrássy zu studieren. Wir machen unsere Studenten fit für Europa, wie das in unserem Slogan heißt. Das internationale Milieu der Universität und der europäische Aspekt machen unsere Universität einmalig.